Hallo, willkommen zu Tag 5 des Baues des Meerschweinchengeheges. Ich mache jetzt hier weiter mit den Türen und da mache ich hier mit weiter, noch solche Rahmen hier zu fertigen und dann kommt Zaun dran und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Viel Spaß! Tag 6 natürlich, Tag 6 ist heute. Das wusste ich, habe mich bloß versprochen. Ja. Ja, mit Reißzwecken hefte ich das jetzt hier so ringsrum an. So, und dann wird das hier so festgemacht, dass das hier bis hier hingeht und den Rest schneide ich mit der Zange ab. Und dann zeige ich euch, wie es dann weitergeht. Und das lässt sich hier gut durchtrennen mit einer solchen Zange hier. So. Und damit ist das erste auch schon fertig. Nee, immer noch lange nicht fertig. Da fehlen ja noch die Scharniere und die Haken und Ösen. Da, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier. So, ich hoffe nur, dass das hier irgendwann mal halten wird. Einfach ist es jetzt schon mal nicht. Na doch, es greift schon. Oh, jetzt brauche ich aber hier einen Nagel, um weiter zu drehen. So und so weiter. Ja. Und so. Perfekt. Aber eins kann ich euch sagen, das ist eine stundenlange Bastelarbeit hier. Na dann auf zur nächsten Tür. Und jetzt geht's wieder in den Keller an den Schraubstock, um den Rahmen hier zusammen zu nageln. Ja, hier eingespannt und dann wieder. Hier den 12. Nagel reingeklopft. An jeder Ecke 3 Stück. Einen innen, wo es geht, in dem Winkel. Einen von, zwei von außen. Kreuzgegenständig. Und den Rest jetzt noch hier wieder mit so einem Nagel reingeklopft. Und dann ist es auch schon fertig. Zweiter Rahmen. Und wieder Zaun drauf getackert. Und jetzt wieder den Draht durchknipsen. So. Sehr schön. Ja, das geht gar nicht so leicht. Ich versuche das jetzt mal hier so irgendwie so hier zusammen zu drücken, weil ich habe ja keinen Widerstand beim Nageln. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, es geht schon einigermaßen hier. Noch ein bisschen rein und dann ist gut. Ja, jetzt wieder Haken und Ösen dran. Genau wie hier. Es sammelt sich immer mehr Werkzeug an, das ich vorher noch nicht eingeplant hatte, aber es ist halt schwierig. Und fertig mit der zweiten. So. Und nochmal dasselbe. Auf geht's. Fertig. Dritter Rahmen für die dritte Tür. Und dieselbe Prozedur nochmal. Endlich draufgespannt und jetzt wieder abschneiden. Oh, nee. Endlich wieder mal eine Tür fertig. An manchen Stellen musste ich hier den Nagel krumm klopfen. Genau wie hier. Weil das dann irgendwie zu, das Loch zu groß ist und das sonst durchrutscht. Und so hält es dann. Ja, das ist schön und das geht diesmal auch richtig gut auf bis zum Ende. Oh, wie kann das so zusammen sein, dass ich das nicht auseinander bekomme? Das ist bescheuert, ey. Erstmal rausfummeln hier irgendwie. Und der dritte Haken passt auch. Jetzt habe ich hier noch mit Holzleim hier das bisschen irgendwie verklebt. Das soll ja nur schön aussehen. Hier auch noch die Kante. Und so sieht es jetzt aus. Wir haben es gerade zu zweitmal hier hochgehoben. Und ja. Die erste Etage ist fertig, würde ich sagen. Dann geht es demnächst weiter mit der zweiten Etage. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.